Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Bernd Hockeler. Schönen guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Fatmana. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Toni Salon. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute sage und schreibe ganze drei Anrufer mitgebracht. Ich habe euch ja vor kurzem schon erzählt, leider ist es momentan nicht so einfach, die Gespräche sehr lang zu halten. Von daher habe ich mir überlegt, bevor die Videos viel zu kurz werden, packe ich einfach drei zusammen. Oder wie in den meisten Fällen zwei. Ich wünsche euch viel Spaß, ja, mit diesen tollen Betrugsmaschen hier am Telefon. Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Bernd Hockeler. Ich bin Emily Brown, die Kontoverwalterin von Ace Investing. Emily Braun. Ja. Ja, und weiter? Ich weiß es nicht genau, aber die Emily Braun, da gab es doch mal einen Spezial auf dem YouTube-Kanal Callcenter Terrorist. Das Spezial wurde ja dann, also das Emily Braun-Spezial musste ja, warum auch immer, irgendwie leider gelöscht werden, weil da wohl irgendein Problem war mit dem Foto aus dem Video. Schade, dass sich das jetzt nicht mehr nachvollziehen lässt, ob das die Emily Braun hier aus dem Video vom Callcenter Terroristen ist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es die gleiche Anruferin ist. Oder ob wir hier einfach nur den gleichen Namen haben. Wer weiß. Hallo? Ja. Ich habe angerufen wegen Ihrer Meldung, die Sie gemacht haben über Online Trading. Ja. Okay, wir sind eine Online-Firma, die Ihnen eine Möglichkeit bietet, hier zu investieren. Okay. Haben Sie dabei einen PC oder Computer? Haben Sie denn immer einen Computer dabei? Haben Sie dabei? Ja, haben Sie denn einen dabei? Okay. Benutzen Sie die E-Mail-Adresse bernd-hockele@googlemail.com? Ist Ihre E-Mail-Adresse? Nein. Nee. Aber haben Sie eine andere E-Mail-Adresse? Ja, bern.höckele und dann @mdcc.fun.de. Okay. Öffnen Sie bitte die PC. Hä, was? Ein Moment. Die Betrüger-Lady, du musst dir schon ein bisschen Mühe geben, die Leute zu bescheißen. Nicht immer Oh. einen Moment und dein Mikrofon ausmachen, das stört. Tja, da ist die Intelligenzbestie schon von Anfang an eigentlich hoffnungslos überfordert. Tja, und die ruft hier an und will von mir Geld ergaunern. Wie das funktionieren soll, bleibt ein Rätsel. Naja, aber umso besser. Umso mehr solche Idioten anrufen, umso weniger könnt ihr beschissen werden am Telefon. Denn hier ist eigentlich von vornherein schon ganz klar, worum es geht. Ich meine, die kann ja überhaupt nichts. Die versucht ja nicht mal irgendwas zu können. Naja, lass mal so mal weitermachen. Herr Bender, öffnen Sie die PC. Was soll ich machen? Haben Sie die PC geöffnet? Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Sie müssen mal Ihre Zähne auseinanderkriegen ja. Haben Sie einen Computer dabei? Nee, ich sitze gerade auf dem Scheißhaus, da ist Nee. kein Klo dabei. Also ein Klo schon, aber kein PC. Handy? Jetzt mach doch mal dein olles Mikrofon an. So, was denn jetzt? Hallo? Ja? Herr Roger, guten Tag. Max am Apparat. Sie haben mit meinem Kollegen gesprochen über deinen Handelskonto-Status, ja?
Über was? Über dein Handelskonto. Würden Sie mich mal nicht duzen und mal auch vernünftig ansprechen? Nochmal bitte? Ich sagte, würden Sie mich mal nicht duzen und vor allem auch vernünftig ansprechen, wenn Sie hier so tun wollen, als rufen Sie von der Bank an. Dann fällt der Fake ganz schön schnell auf, wenn Sie die Leute am Telefon duzen. Sind Sie Bernd Hockel? Ja, natürlich. Ja, wissen Sie, über was haben wir Ihnen angerufen? Ja, aber können Sie meinen Namen bitte mal richtig aussprechen? Das ist beleidigend, was Sie machen. Es steht eine Anmeldung bei uns unter deinem Namen, Nachname und deine Telefonnummer. Sagen Sie mal, können Sie richtig Deutsch oder sind Sie komplett dumm? Oder Hurensohn. Mit welchen Dingen Sie sprechen, oder Hurensohn? Ach, können Sie gar nichts anderes als Hurensohn? Sie sind ein scheiß Abzocker. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Abzocker. Schicke deine Mutter und deine Tochter und deine Familie, du Hurensohn. Abzocker. Schick dich im Arsch. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Fotzk. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Deine ganze Familie. Schlampe. Deine Mutter, deine Schwester. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Was war deine Mutter? Im Puff? Abzocker. Bist du ein Hurensohn? Abzocker. Abzocker. Ben Hockel Schlampe. Abzocker. Ja, mehr ist mir dazu auch echt nicht mehr eingefallen. Ich meine, er hat ja hier gleich ordentlich beleidigt, ne? Also ich meine, das ist wieder klar. Es ist immer wieder das Gleiche bei den Betrüger-Callcentern. Hurensohn und deine Mutter und deine Schwester und die ganze Familie und naja, irgendwie weiß ich nicht. Da, wo die herkommen, scheinen die wohl alle auf Inzest zu stehen. Ich habe da keine Ahnung. Ja, und schwul scheint er ja auch zu sein. Denn er hatte ja vorgeschlagen, Geschlechtsverkehr mit mir zu haben. Ich weiß auch nicht, wie die auf sowas kommen. Tja, sollte er mir mal ein Bild schicken? Ich meine, ich habe ihn ja noch nicht mal gesehen. Zeigt man sich nicht erstmal irgendwie? Ich meine, ja, ach so, nee, wir sind ja hier auf einer falschen Plattform. Das war ja eine Trading-Plattform. Das ist ja, da geht's ja eigentlich um Geld. Und nicht um irgendwelche Geschlechtsverkehr-Sachen. Weiß ich nicht, was die Leute sich da immer so denken. Naja, ich meine, hier bin ich jetzt selber mal stur geblieben. Und mir als Abzocker ist mir auch nicht eingefallen, aber das war mir an dem Punkt auch echt zu stumpf. Denn, ja, der ist die ganze Zeit, der kriegt es nicht mal gebacken, einen Kunden vernünftig anzusprechen. Davon mal abgesehen, die nette Lady vorher hat auch nicht gesagt, dass sie mich weiterreicht. Denn hat er sich nicht mal vernünftig vorgestellt und dann duzt er gleich. Ja, und wenn man ihn darauf hinweist, macht er einfach weiter und es interessiert ihn überhaupt nicht, was man da so als Kunde von sich gegeben hat. Tja, dass das kein seriöses Unternehmen sein kann, ist, denke ich mal, jedem klar. Und, hier nur der Hinweis, macht euch euer eigenes Bild und zahlt da kein Geld ein. Naja, aber ich habe euch ja noch zwei andere Calls mitgebracht. Schönen guten Tag, spreche ich gerade mit Herrn Fatmaner. Sophia, mein Vater. Und ich rufe Sie von Ihrer Handelskoche. Wie geht es Ihnen als Meister? Ist gut bei Ihnen heute? Ja, also ich war gerade kacken und habe jetzt gespült. Die Toilette ist auch wieder sauber. Daher geht's ganz gut, ja. So, keine Sorge, ich erkläre Ihnen. So, erstmal habe ich für Ihnen eine Frage. Haben Sie Informationen über Online-Handel? Kennen Sie, wie das funktioniert? Weiß ich nicht. Also es kann schon sein, dass ich da, ja. So, ja, Sie haben keine Erfahrung, mit das kann ich verstehen, ja? Ja, doch. Okay, so erstmal, es geht über Investitionen in der Börse, ja, Online-Investitionen. In der Geldbörse. Kryptowährung. Nochmal? In der Geldbörse. Ja. Ja, Ja, genau. So, hier bei uns haben Sie eine Anmeldung gemacht und von dieser Anmeldung haben Sie diese Handelskonto eröffnet. Aber diese Konto, das Sie eröffnet haben, hier bei uns noch nicht aktiviert. Aha, wann habe ich denn da die Meldung gemacht? Seit 3 Wochen und so. Ach so. Ich frage die nette Betrüger-Lady, wann ich denn die Anmeldung gemacht habe und sie sagt mir, ungefähr 3 Wochen und so. Ist ja interessant, also, ja. So,
für das zusammen zu einschauen, zu Ihrem Konto. Das kann ich Ihnen zeigen und wir können in der Plattform gehen. Aha. Okay? Haben Sie dabei mit Ihnen einen Computer? Weiß ich nicht. Haben Sie schon mal versucht, einen Computer dabei zu haben? Wie bitte? Haben Sie denn schon mal versucht, einen ganzen Computer dabei zu haben? Weil mit einem Computer können wir zusammen so verbinden. Ja, das da waren sechs, wenn Sie wollen, aber ich kann Ihnen zeigen, was wir machen wollen. Ja, weil aber so einen Computer, den hat man doch nicht dabei. Okay, das geht auch mit dem Handy. Ja, aber auf Handy ist mir zu klein. Was ist Ihre Handy? Das ist mir zu klein. So, was benutzen Sie? Ist das Samsung, iPhone oder eine andere? Ich weiß ich nicht, was sich das angeht. Mach mal da die Musik mal erstmal als erstes im Hintergrund aus. Okay, so sagen Sie mir bitte, was wollen Sie machen mit diesem Konto, das Sie haben hier? Es steht mit dem Namen Peter Patamanach. Ja, der Peter Patamanach, ganz genau. Aber ich habe als allererstes gesagt, machen wir da mal die Musik aus. So, bitte, liest Sie die Musik. Ja, Musik aus. Moment und konzentrieren wir auf dem Handelskonto, das Sie haben hier bei uns. Ja, ich warte, bis die Musik aus ist. So, die wichtige Sache ist, hören Sie mich in diesem Moment? Ja, mach doch mal jetzt die Musik aus da. Aber was ist denn mit der Musik her? Bitte lassen wir die Musik in diesem Moment und konzentrieren wir in die Handelskonto. Schätzelein, du willst hier von mir 250 Euro ergaunern. So, denn kann man als allererstes erstmal auch. Ja, laber doch jetzt hier nicht immer dazwischen. Okay. Hallo. Da sind Ihre Name, Nachname hier, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ja, das bedeutet aber nicht, dass ich Musik am Telefon hören möchte. Mach doch mal die Musik aus jetzt! Leise sein, so. Ja, dann quatsch mir nicht immer dazwischen und hör mir doch auch mal zu. Okay, so. Musik aus. Aber was ist tun mit der Musik, du Herr? Hören Sie mich ja oder nein? Ja, wenn die Musik läuft, nicht nein. Das ist die wichtige Sache. Wenn Sie mich hören, lassen Sie die Musik, okay? Nein, ich höre Sie nicht. Es geht hier über Ihr Handelskonto. Nein, ja ganz genau, es geht hier um mein Handelskonto. Und dann möchte ich da ganz bestimmt keine Musik am Telefon hören. Musik aus! Lassen Sie mich zu erklären und zum Ende sprechen, ja? Ich bin hier, Ihnen zu helfen und zu informieren. Nein. Aber ich kann das verstehen, dass Sie wollen das nicht. Ich möchte keine Musik. Sie lassen mich nicht zum Sprechen, zum Ende. Das zu erklären. So, erstmal, lass uns machen mit diesem du Hurensohn. Verstehst du? Du Schlampe. Hä? Hast du eine Macke? Ah ja, genau. Ich soll sie ausreden lassen und eigentlich hat sie mir nur du Hurensohn und du Schlampe zu sagen. Mhm. Tja. Unfreundlich bis zum geht nicht mehr und wundert sich dann, dass man da einen halben Ausraster am Telefon kriegt. Ich habe es euch ja schon mehrfach erklärt. Es ist wirklich, die Musik ist viel, viel lauter, als ihr sie hier in den Videos hört, denn die Musik ist von mir rausretuschiert. In den meisten Fällen hört ihr gar nichts mehr von der Musik, aber wenn die Musik ganz unfassbar laut ist, dann kriege ich auch die nicht mehr rausgefiltert. Ist ganz logisch, weil die Frequenzen in Musik, die betreffen auch die Frequenzen der beiden Stimmen da am Telefon. Und wenn ich da zu viel rausretuschiere, dann hört er eigentlich nur noch, als würde man mit dem Telefon unter Wasser sitzen. Ja, so hört sich's dann auf jeden Fall an. Aber hackt's bei ihr eigentlich? Ich meine, gerade wollte sie mir noch was erklären. Ja, und dann kommt du Hurensohn und du Schlampe. Und dann legt sie auf. Tja, so viel zum Thema, sie will was erklären. Und naja, ich meine, sie war doch diejenige, die mir die ganze Zeit auch ins Wort fällt und dazwischen quatscht, währenddessen ich ihr eigentlich am Anfang noch versucht habe, ruhig zu sagen, dass sie ihre blöde Musik ausmachen soll. Tja, aber irgendwann platzt auch mir mal der Kragen. Weil letztendlich, was soll denn das? Ich meine, man will sich da vernünftig unterhalten und die Musik ist im Hintergrund so unfassbar laut, dass man eigentlich kaum noch irgendwas von ihr versteht. Wie gesagt, hier im Video hört sich es immer ein kleines bisschen anders an. Am Telefon ist es aber nicht der Fall, also dass man sie verstehen konnte. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Tonis, hallo? Ja.
Sophie am Apparat und ich rufe Sie von Ihrem Handelskonto her. Und ja, wer von euch jetzt gut aufgepasst hat, es ist tatsächlich die gleiche Tante, die gerade in dem Gespräch davor beleidigend wurde. Nur unter einem anderen Account. So schnell hört man sich wieder und es war tatsächlich auch nacheinander. Erstmal, wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Und selbst? Das freut mich. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Investitionen, wissen Sie schon, ja? Ja. Und Sie haben wegen dieser Anmeldung ein Handelskonto eröffnet, aber für den Moment ist das noch nicht aktiviert. Oh, das tut mir leid. Habe ich angerufen. Das tut mir ja ganz so leid. Sagen Sie das nochmal, bitte? Ich sagte, das tut mir leid. So. Es war jetzt was kaputt gegangen. Haben Sie, ich frage Ihnen erstmal, haben Sie Erfahrungen mit Onlinehandel? Na, ist da jetzt was kaputt gegangen? Habe ich da jetzt eine offene Rechnung von 250 Euro oder wie? Ja, so, Sie haben diese Investition gemacht. Wann haben Sie das bitte? Erinnern Sie mich nicht? Was? Sie haben 200 Euro investiert, sagen Sie, ja? Habe ich das? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gefragt, ob das kaputt ist. Ja, okay. So, dieser Handelskonto, das Sie haben hier bei uns, nochmal ist noch nicht aktiviert, Herr. Warum? Verstehen Sie mich, ja? Nein. So, okay, erstmal. Haben Sie Informationen über Onlinehandel, Investitionen in der Börse? Wie meinen Sie das? Ich erkläre Ihnen. Warum schreibt da einer im Hintergrund? Okay, können Sie ein bisschen lauter sprechen, weil ich höre Ihnen ganz schlecht, leider. Ist es so besser? Was ist besser? Ja, ob jetzt so besser ist. Ich sollte doch lauter sprechen. Okay, jetzt ich höre Ihnen ganz gut. Ja, perfekt. So, verstehen Sie mich, was ich Ihnen sage? Nein. Erstmal von der Anfang. Ich erkläre das nochmal. Sie haben hier bei uns eine Anmeldung gemacht bei der Firma Ace Investing. Das tut mir leid. Und wegen dieser Anmeldung, die Sie schon gemacht haben, haben Sie ein Konto eröffnet. Handelskonto. Ist das schon verständlich? Nein. Sir, was machen Sie jetzt? Reden Sie mit mir oder was? Nee, ich mache gerade die Wäsche. Sie haben ja bei mir angerufen. Ihnen zu informieren. Ja. So, können Sie mir sagen, bitte, was wollen Sie machen mit diesem Konto, das Sie haben hier bei uns? Weiß ich nicht. Haben Sie dabei mit Ihnen einen Computer? Alexa, schalt die Waschmaschine ein. Okay, Herr, ich höre Ihnen auch ganz schlecht. Ja? Vielleicht? So, nochmal, was wollen Sie machen mit diesem Konto hier, das Sie haben? Na, weiß ich nicht, was muss man denn damit machen? So, okay, ich erkläre Ihnen für das, keine Sorge. Dieses Konto, das Sie haben hier, haben Sie schon das eröffnet, aber das steht im Passivstand, okay? Wir können dieses zu verändern, das aktiv zu machen. Jetzt, weil das Konto muss aktiviert sein. Verstehen Sie mich? Hören Sie mich? Warum schreit denn der Mann da im Hintergrund so rum? So, okay, Herr. Ich erkläre Ihnen nochmal, um was geht. Ja, können Sie eine Antwort geben, bitte? Weil ich bin hier, Ihnen zu erklären. Ja. Ich mache das, aber Sie antworten Sie mich nicht. Ja. Ja, was wollen Sie denn für eine Antwort? Die Frage fehlt. Machen Sie, ich bin nicht mit Ihnen zu spielen. Ja, ich weiß ja nicht, was Sie von mir wollen. Um mit Ihnen Zeit zu verlieren und mit Ihnen zu reden hier. Ja, aber Sie sind doch Betrüger. Antworten Sie mich jetzt?
Aber ich verstehe nicht, wenn... Ja, aber ich weil wir wussten, es ist schon ein Konto. Ja, aber ich weiß doch nicht, was ich Betrügern antworten soll am Telefon. Sie verstehen mich ganz gut, aber sie machen das für ein Spiel. Nee, ich mach Verstehen das... Verstehen Sie mich? Nein, ich mach das für YouTube. Nicht zum Spielen, für ja, YouTube. Du Hurensohn. Ja, und jetzt oh, kommt Schlampe, stimmt? Hurensohn. Was anderes kannst du nämlich nicht. Oh, du Schwul. Ja. Machst du das für YouTube? Du aber wir hören uns heute bestimmt noch ein paar Mal. Oh, du bist ein schöner Schlampe, bist du. Ja, du mich? Genau. Ja. Du bist ein Schwul, war hier natürlich total neu, aber... Schlampe und Hurensohn haben wir hier schon gehört von ihr. Tja, also sie hat es tatsächlich geschafft, bei zwei Gesprächen exakt den gleichen Schluss hinzulegen und beide Male die gleichen Beleidigungen zu verwenden. Mensch, das beweist auf jeden Fall die Intelligenz dieser Dame und es beweist auch den IQ dieser Dame und es beweist auch, wo wir hier gelandet sind. Letztendlich bei nichts anderem als eine Betrügerfirma, denn die Lautstärke im Hintergrund hat sie verraten, die Musik ebenso und das Verhalten erst recht und naja, Fragen beantworten hat sie auch nicht so drauf gehabt, aber das kennt man ja auch nicht anders von Betrugscallcentern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Abo nicht, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, am besten mit Glocke, dann gibt es auch eine Information. Teilt gerne die Videos in WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter mit euren Verwandten, Bekannten, Familie und alle, die ihr kennt. Ich bedanke mich. Hier seht ihr noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.